Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Okay. Also unsere Beraterin da, die hat doch ganz gut Ahnung. Die weiß auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Das ist doch schon mal gut. Ist das so ein Ionenwürfel? Ich glaube. Sieht genauso aus. Oh. Ich glaube, der will, dass wir ihn mitnehmen. Hallo und herzlich willkommen zu Subnautica. Wir sind hier zwar gerade an der Oberfläche, aber trotzdem mitten im Meer. Und heute wird eine super interessante Episode. Wir sind nämlich direkt vor dem Landeplatz der Sunbeam. Und ich wollte da gar nicht alleine weiterfahren. Ich weiß nicht, wann es losgeht. Das werden wir gleich sehen. Wir bewegen uns dann gleich langsam in Richtung Landeplatz. Mal gucken, was dann passiert. 13 Minuten haben wir noch, bis die geplantermaßen hier auf unserem Planeten landen soll. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir haben ja auch so ein Kommunikationsgerät hier an Bord. Kommunikator heißt das Teil. Also wenn irgendeine Botschaft reinkommt, können wir uns die auch dann direkt anhören. Und ich habe, glaube ich, erzählt, man könnte hier nicht ans Inventar ran, wenn die Seemotte oder der Krebs hier drin angedockt sind. Das stimmt natürlich nicht. Hier gibt es so eine Option. Da könnte ich hier ran und das alles rausholen. Super praktisch. Man muss nur wissen, wie, ne? Und dann packen wir das alles mal hier in einen der Storages. Hier vielleicht noch ein bisschen. Ich muss unbedingt hier auspacken. Also, ich habe, wie gesagt, ziemlich viele Ressourcen gesammelt. Und ich habe die noch nicht alle ausgeladen, weil das echt zu viel war. Okay, dann fahren wir mal weiter. 12 Minuten. Vielleicht können wir uns vorher die Insel noch ein bisschen anschauen. Andererseits sieht die jetzt nicht so wirklich begehbar aus, ne? Bekletterbar vielleicht. Aber da geht ein Weg hoch, glaube ich. Landeplatz der Sunbeam. Wir sind auf jeden Fall richtig. Direkt vor unserer Nase. Tauchen wir mal so ein bisschen ab, dass wir hier sehen, was da unten los ist. Ich würde sagen, wir lassen das Tauchschiff hier stehen und nehmen die Seemotte. Das ist, glaube ich, eine bessere Variante. So, machen wir mal aus. Hier wird es langsam wieder so ein bisschen flach und so. Okay. Energy Signature entdeckt. Das sind jetzt noch 250 Meter. Oh, was ist das? Das sind irgendwelche Alien-Gebäude oder sowas. Was ist denn das hier für eine Location? Wir waren hier ja noch nie. Geht super tief runter auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ich denke, wir gehen hier mal an Land. Gucken uns das näher an. So. Puh. Da sind wir. Grün. Oh, Spinnen. Fische. Machen wir die Spinne zuerst weg. Erwischt. Okay, die Palmen kennen wir ja. Sowas haben wir bei uns auch schon. Oh, hier sind überall diese Viecher. Au, 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 au. Oh, was macht denn der Fisch hier? Der geht hier an Land. Da sind überall Fledermäuse. Die werfen diese komischen Schatten. Okay. Ich habe, glaube ich, kein Medkit dabei. Das habe ich schon aufgebraucht. Der Fabricator arbeitet noch. Was ist das? Stein. Oh, hier ist es ein bisschen framey. Salz. Noch so eine Krabbe. Ah, die sind schwer zu treffen. Oh, das ist so eine Krabbenhöhle hier. Ich denke, die gucken wir uns später an. Komm nur her. Ich hol dich. Na gut. 9 Minuten haben wir noch. Gehen wir mal so Richtung Landeplatz. Was ist das? Das ist nur irgendein Unkraut. Oh. Wieso wollen die denn direkt hier an diesem Alienturm landen? Da hätte ich mir ja eine andere Stelle ausgesucht. Au, au. Die machen schon böse Aua. Okay, hier geht der Weg hoch, ne?
Das gucken wir uns später auch an. Sorry, wenn es ein bisschen framey ist. Also hin und wieder laggt es hier doch ordentlich. Wird wohl gerade irgendwie eine riesige Alien-Fabrik reingeladen oder so. Oh. Oh. Tafel einsetzen? Ich habe keine Tafel dabei. Was ist das? Kraftfeldsteuerungskonsole. Müssen wir da so eine lilane Tafel einsetzen? Die haben wir doch schon gefunden. Und damit können wir dann das Kraftfeld hier deaktivieren und dann da rein. Oh. Die habe ich natürlich nicht dabei. Violettes Tafelfragment. Ich glaube, eine violette Tafel haben wir auch schon. Violette Tafel. Die könnten wir uns jetzt wahrscheinlich herstellen, nehme ich mal an. Hm. Können wir mal gucken. Datenbank. Datendownloads. Fremde Daten. Daten aus Scans. Steuerungskonsole. Bisher nicht bekannte Technologie. Also es muss wieder so ein außerirdisches Zeug sein, ne? Und ja, damit steuert man eben das Kraftfeld. Okay, wir brauchen wahrscheinlich diese violette Tafel. Okay, ist ja eigentlich super easy. Also, wenn wir die noch nicht gefunden hätten, könnten wir uns die jetzt wahrscheinlich herstellen, weil hier haben wir dieses Fragment gerade gescannt. Aber wir haben die sowieso schon gefunden. Ich muss die nur holen. Können wir mal gucken, was die kostet. Vielleicht können wir uns die hier herstellen und müssen die dann nicht holen. Das ist natürlich auch praktisch. Baupläne? Wo sind die Tafeln? Irgendwo hier. Genau, violette Tafel. Ionenwürfel. Okay, hat sich erledigt. Ionenwürfel habe ich nicht dabei. Ja gut. Und das ist irgendwie eine riesige Alienstruktur hier. Sieht cool aus. Was sind das für Würfel und Anker? Sieht ein bisschen creepy aus irgendwie. Hm. Vielleicht gehen wir einfach auf den Berg. Wir haben ja noch 6 Minuten. Wo ist denn der Landeplatz genau? 95 Meter in die Richtung. Also praktisch direkt hier am Strand, ne? Okay. Ja, das sehen wir ja gut von oben. Ist bestimmt nicht verkehrt. Schau mal hier rauf. Was sind diese Alienfackeln? Oder Wegmarker? Da liegt schon wieder so eine Tafel. Okay, violette Tafel. Perfekt, dann kommen wir jetzt da rein. Ja, das sind irgendwie so Anker. Die stabilisieren das Ganze wohl so ein bisschen. Da sind noch so Spinnen. Oh, da ist die Aurora. Ich glaube, von oben haben wir eine ziemlich gute Aussicht. Was meint ihr? Das sieht ziemlich hoch aus alles. Noch mehr Spinnen. Headcrabs. Oh, noch eine. Daneben. Erwischt. Die Insel wimmelt vor den Viechern. Oh, das ist voll creepy. Was war denn das? Okay, noch so eine Höhle. Also hier gibt es, glaube ich, viel zu erkunden. Hm. Gehen wir erstmal nach oben und dann schauen wir weiter. Erstmal ganz hoch und dann in die Höhlen. Oh, da müssen wir ja durch die Höhle durch. Ja, Hammer Aussicht von hier oben. Ich glaube, höher geht's nicht. Da ist dieser Alienturm. Und auf der anderen Seite hier ist die Aurora. Sieht schon echt cool aus. Da drüben. Die ist auch riesig. Okay. Hier drin liegt noch so eine Tafel rum. Da habe ich noch nicht rausgefunden, wie wir da rankommen. Die ist da oben drauf. Vielleicht kommen wir da irgendwie hoch. Ich glaube, da oben, ja. Da geht ein Weg rauf. Oh. Krabben. Das ist eine... Noch eine violette Tafel. Jetzt haben wir schon 3 mindestens. Ah, es geht doch noch ein Stück höher vielleicht. Mal schauen. 3 Minuten. Spinne. Hier ist noch ein Weg. Und der geht runter zur Seemorte. Zur Submarie. Okay, das ist eine Sackgasse.
Dann gehen wir, glaube ich, fast wieder zurück. Da haben wir bessere Aussicht. Wir könnten jetzt auch runtergehen und diese Alien-Struktur öffnen. Aber ich will da jetzt eigentlich nicht rein, weil dann sehen wir ja gar nichts. Wir wollen natürlich sehen, was hier läuft. Die werden ja wahrscheinlich gleich hier landen, ne? Deswegen gehen wir, glaube ich, einfach wieder da raus und beobachten das mal. Oh, das Viech war verpestet. Es hatte diese grünen Pestbeulen. Da oben geht's rauf. 2:20. Der Landeplatz ist direkt unterhalb. Also wir müssten eigentlich alles sehen können, was läuft von hier aus. Und dann warten wir jetzt einfach die 2 Minuten ab. Da wollen die landen. Ich weiß nicht, wenn die genauso groß sind wie die Aurora, dann ist das auch ein komischer Landeplatz. Mal schauen, wie groß das Schiff ist. Die Sunbeam. Ich sehe noch nichts am Himmel. Ich bin super gespannt. Irgendwas passiert. Was ist das? Irgendwas macht dieses Alien-Ding. Oh! Das klingt irgendwie nicht so gut. Überleben dafür können Sie sehen? We see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Oh, ich glaube, da sind sie. Oder? Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. Oh, die kommen aber steil rein hier. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. Oh! Nein, die Sunbeam! Oh je. Von der ist ja gar nichts übrig geblieben. Alter Schwede. Was machen die Aliens hier für Sachen? Hätten wir die retten können? Wir haben doch den Zugang dazu. Ich glaube, die Fledermäuse kann man scannen. Oh je. Das war dann wohl unsere Rettung, ne? Ja, die kann man scannen. Wenn man nah genug rankommt. Himmelsrochen. Yeah. Kann man dich mitnehmen? Ich will dich mitnehmen. Das geht nicht. Yeah. Okay. Nicht auf mich schießen. Jetzt fährt sich das Ding wieder zusammen hier. Das ist irgendeine Abwehrstation von diesen Aliens. Stockfinster ist es. Ultra creepy. Wir haben keine neue Nachricht bekommen, also keine Ahnung. Vielleicht kommt da irgendwann nochmal so eine Alien-Botschaft rein, die uns irgendwie Aufschluss gibt über das, was hier eigentlich läuft. Aua. Was war das denn? Fallschaden? So tief bin ich jetzt nicht runtergesprungen. Das ist ja so ein bisschen enttäuschend. Die Sunbeam hat es komplett zerlegt. Das war wohl ein kleineres Schiff als die Aurora, ne? Die Aurora ist ein bisschen größer, glaube ich. Ist natürlich schwer zu sagen. Wir wissen nicht, wie weit die weg waren, als sie zerschossen wurden. Aber die sahen schon so aus, als wären sie relativ nah. Und die sind komplett in Einzelteile zerfallen. Also ich denke mal, das war ein ziemlich kleines Schiff. Und ja, die hat es halt dann ziemlich böse erwischt dementsprechend. Na gut, dann gucken wir mal da rein, ob wir irgendwie das Ding deaktivieren können, damit es nicht noch mehr von unseren Schiffen runterholt. Das wäre ja irgendwie uncool. Und ich hoffe mal, das klingt jetzt komisch, ne? Aber ich hoffe mal, dass wir die nicht hätten retten können. Weil sonst hätte ich jetzt ein echt schlechtes Gewissen, dass wir da nicht, dass wir dazugeguckt haben, anstatt hier unten reinzugehen und diese Kanone irgendwie zu deaktivieren. Wir hätten ja jetzt so eine violette Tafel. Also wir kommen auf jeden Fall durch die erste Tür hier. Mal gucken. Bauen wir die da mal ein.
passt. Funktioniert. Ich habe nichts außer mein Messerchen. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Okay. Also das ist eine Metalllegierung, die uns unbekannt ist. Diese Wände. Und der Boden und alles. Das sieht irgendwie creepy aus. Das ist, glaube ich, auch eine Tür, ne? Oh. Viel ist hier nicht los. Da ist irgendwas. Irgendein Schrein oder sowas. Was bist du denn? Datenkonsole. Unknown language. Attempting translation. Okay. Kann man nicht scannen? Wir haben das jetzt runtergeladen. Gucken, ob wir das irgendwie lesen können. Daten aus Konsolen. Fremde Datenkonsole. Da das Gerät in einer fremden Einrichtung gefunden wurde, war es nicht möglich, hilfreiche Informationen zu übersetzen. Trotzdem enthalten die Scans einige Informationen über das Gerät selbst. Es ist wahrscheinlich ein Festkörpercomputer, obwohl es keine erkennbare Benutzeroberfläche gibt. Bei Annäherung begann es, eine niederfrequente Funkwelle zu erzeugen, die komplexe, aber erkennbare Datenmuster enthält. Okay. So weit, so gut. Und das ist wohl irgendwie so ein Computer oder sowas in der Art. Und wir wissen aber nicht so wirklich, was das genau ist oder wozu das da ist. Ist das eine Tür? Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Okay. Also unsere Beraterin da, die hat doch ganz gut Ahnung. Die weiß auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Das ist doch schon mal gut. Ist das so ein Ionenwürfel? Ich glaube. Sieht genauso aus. Oh. Ich glaube, der will, dass wir ihn mitnehmen. Erstmal scannen. Ionenwürfel, was ist das denn? Diese grüne mineralische Substanz hat keinen Eintrag im Periodensystem und die beispiellose Fähigkeit, riesige Mengen ionischer Energie zu speichern. Künstlich hergestellt. Würfelform wird aus einem größeren Vorkommen herausgeschnitten. Jeder Würfel enthält das Äquivalent an ionischer Energie von 5 Kilotonnen TNT. Das ist aber nicht gut. Unter den passenden Bedingungen kann die Energie kontrolliert freigesetzt werden. Das klingt doch sicher. Wurden wahrscheinlich als Batterien verwendet, bräuchten aber eine enorme Energiequelle zum Aufladen. Wertvolle Energiequelle. Nehmen wir mit. Sieht cool aus. Bisschen komisch. Und grün. Ich habe irgendwas gehört. Ich glaube, das Ding hat sich wieder eingefahren. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Okay. Sieht alles ganz cool aus, ne? Überall irgendwelche Runen oder sowas oder irgendwelche. Weiß nicht. Vielleicht ist das ja noch ein Ionenwürfel. Ich denke mal, das ist einfach nur styletechnisch, oder? Das sind bestimmt keine Runen, die irgendwas bedeuten, aber wer weiß. Vielleicht finden wir das ja noch raus. Da ist noch eine Konsole? Unbekannte Sprache. Schema der Vollstreckungsplattform. Dieses Datenmaterial scheint eine Art mehrdimensionales Schema zu bilden. Durch die Abbildung des Musters im dreidimensionalen Raum ist es möglich, für die interne Funktionsweise dieser Einrichtung ein grundlegendes Verständnis zu bekommen. Okay, Baumaterial. Energie. Jetzt wissen wir schon wieder ein bisschen mehr. Die Einrichtung bestimmt
besteht aus dem oberen Technikbereich, wo dieses Schema gefunden wurde, und dem Kontrollraum, der über einen sicher verschlossenen Aufzugsschacht oder ein separates Unterwasser-Tauchdock zugänglich ist. Das ist ja interessant, da müssen wir vielleicht irgendwie tauchen, um daran zu kommen. Der Kontrollraum im unteren Bereich ist die einzige bekannte Möglichkeit, mit der Einrichtung in Verbindung zu treten, aber das Schema beschreibt nicht die Vorgehensweise oder die installierten Sicherheitsmaßnahmen. Okay. Klingt doch nicht mehr so interessant. Klingt irgendwie gefährlich. Das ist der Aufzugsschacht, oder? Wow. Oh. Ich bin da nicht reingegangen. Ich habe nur geguckt. Das hat mich voll reingesogen. Wow. Schock, ey. Alter Schwede. Kommen wir da wieder hoch? Keine Ahnung. Das war ein bisschen Schock jetzt. Das ist das Unterwassertauchdock. Sieht ein bisschen so aus. Da müssen wir doch nicht tauchen. Wir haben den Aufzug genommen. Ja, das ist Wasser. Da ist der Eingang. Cool. Riesig. Da kommen wir mit dem Schiff easy rein. Yeah. Das ist schon ziemlich cool hier. Die hatten Geschmack, die Aliens. Das muss man ihnen lassen. Da geht eine Treppe hoch. Und da ist so ein Aquarium oder sowas, ne? Drüben. Jetzt sind wir extra hier runter und jetzt müssen wir wieder darauf, wie es aussieht. Ionenwürfel. Wir haben schon ziemlich viele davon. Ich weiß nicht, ob das sicher ist. So viel Energie mit sich rumzuschleppen. Schauen wir mal, was das für ein Aquarium ist. Oh, irgendwas können wir scannen. Das Aquarium. Ach, das ist kein Aquarium. Ist das eine Waffe? Fremdartiges Gewehr. Okay. Aufgrund seiner starken Ähnlichkeit mit menschlicher Waffentechnik muss dieses Gerät in Anlehnung an einen humanoiden Benutzer entworfen worden sein. Okay. Es ist unklar, ob die Fremden, die es konstruiert haben, selbst humanoid waren oder Humanoide für sich arbeiten ließen. Fest steht, dass sie die Verteidigung dieser Einrichtung als notwendige Vorsichtsmaßnahme betrachteten. Alles klar. Das Gewehr kann nicht ohne weiteres aus dem Behälter entnommen werden. Schade. Das hätte ich ja ganz gerne mitgenommen. Hätte ich mich vielleicht ein bisschen sicherer gefühlt. Ich weiß nicht, ob uns das hier viel hilft. Oh. Das ist wieder so ein Portal. Vielleicht können wir von hier aus die Portale aktivieren und dann durch die Welt reisen hier. Und zu den Aliens reisen. Das wäre doch mal interessant. Mal gucken, was das für Typen sind. Und warum die unsere Schiffe abschießen. Hier ist niemand mehr da. Der ganze Planet scheint ja verlassen zu sein, aber trotzdem schießen sie unsere Schiffe vom Himmel. Kann man da drauf? Nee. Doch. Cool. Da ist wieder irgendwas Konsolenartiges. Das leuchtet lila. Können wir da wieder so ein Ding reinstecken? Ach, das ist eine violette Tafel. Okay. Bald ist das ganze Inventar voller Tafeln. Jetzt haben wir zwei Stück. Eine haben wir ja schon wieder verbraucht. Wieso gibt es davon so viele? Gibt es hier so viele Konsolen, die wir noch aktivieren können? Oh. Ist das eine Granate oder was? Was bist du denn? Fremdes Gerät. Weltenvernichter, alles klar. Scans zeigen, dass dieses Gerät genug potenzielle Energie enthält, um den gesamten Planeten und den Großteil des Planetensystems zu vernichten. Glücklicherweise hatte es eine Fehlfunktion. Nun bin ich ja beruhigt. Möglicherweise hätte das eigentlich alles jetzt in die Luft jagen sollen, in dem Moment, wo wir das gesehen haben. Wie wir da rangegangen sind. Oh.
die Aliens, die... Scans indicate the facility's control room lies beyond this doorway. Okay, hier ist der Kontrollraum. Die Aliens haben keine Minen ausgelegt, sondern wenn hier irgendwer in die Nähe gekommen ist, dann haben sie einfach das gesamte Planetensystem in die Luft gejagt. Alles klar. Die sind irgendwie ein bisschen übervorsichtig. Okay. Gibt's da unten irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir hier weiter. Ziemlich cool. Das muss der Kontrollraum dann sein, ne? Gucken, ob wir irgendwo eine Konsole finden. Da oben. Oh. Ich mag das nicht, wenn sich die Sachen hier bewegen. Oh. Energiekern. Erstmal die Lage checken. Und jetzt sich nichts versteckt. Können wir das hier deaktivieren? Ah. Hallo. Aua. The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Okay. Wir sind jetzt unter Quarantäne hier irgendwie. Die Aliens haben uns unter Quarantäne gestellt. Das ist alles ziemlich verrückt. Wir haben Standorte von fremden Einrichtungen bekommen. Seuchenforschungseinrichtungen auf 800 Metern. Ein Wärmekraftwerk auf 1200 Metern. Schutzraum A und B. Ein Außenlabor. Hauptsicherungseinrichtung. Da fehlen uns dann die Locations für. Aber wir haben zwei bekommen, oder wie? Im Falle eines Ausbruchs werden Quarantäneverfahren mit sofortiger Wirkung automatisch eingeleitet. Klingt super. Das war dann wahrscheinlich das Ding, was gerade alles in die Luft jagen sollte, oder wie? Die Quarantänevollstreckungsplattform wird alle ankommenden und abfliegenden Raumschiffe anvisieren, um die Ausbreitung der Infektion außerhalb dieser Welt zu verhindern. Ja, also die Aliens waren wirklich vorsichtig. Wieso haben sie nicht sofort alles in die Luft gejagt? Wäre dann noch ein bisschen konsequenter gewesen. So konsequent waren sie dann wohl auch wieder nicht. Energiekern. Also wir können den nicht deaktivieren, weil wir infiziert sind. Solange wir infiziert sind, können wir das nicht machen. Wir müssen also irgendwie diese Infektion beseitigen und loswerden. Dieses Gerät enthält die Energiemenge einer 100 Megatonnen Atomexplosion, die durch die Einrichtung geleitet und auf Fahrzeuge über ihr gerichtet oder mit Hilfe der Schwerkraft des Planeten so gekrümmt werden kann, dass Ziele im Orbit des Planeten getroffen werden. Gut, ich denke, das haben wir ja gesehen, was das dann macht. Also, das haben wir jetzt schon zweimal miterlebt. Ich denke, das reicht. Dann gehen wir jetzt wieder hier raus und suchen die anderen Einrichtungen, nehme ich mal an, ne? Haben wir da jetzt Koordinaten bekommen? Ich glaube nicht. Ich sehe keine Koordinaten. Die müssen wir dann wohl finden. Hier drin gibt es, glaube ich, nichts mehr zu sehen. Wir haben alles ausgekundschaftet. Wir haben ziemlich viele Tafeln, also wir müssten jetzt theoretisch überall reinkommen, nehme ich mal an. Und das Ding, das ist mir echt unsympathisch. Vielleicht können wir uns irgendwie dieses Gewehr organisieren. Das wäre noch ziemlich cool. Dann habe ich jetzt im Moment auch keinen Plan, wie das funktionieren könnte. Wie kommen wir da ran? Reinspringen. Nee, man kommt nicht näher ran als so. Na gut, dann lassen wir das für einen Moment mal hier. Vielleicht können wir uns das irgendwann noch holen. Dann tauche ich jetzt... Soll ich den Aufzug wieder benutzen? Ich weiß nicht. Ich habe Angst vor dem Aufzug. Der hat mich ganz schön geschockt. Rausschwimmen wir irgendwie... Das sind nur 90 Meter. Können wir problemlos hochschwimmen. Kraftfeldsteuerung. Kommen wir hier rauf? Ja, wir kommen hier auch rauf. Das ist mega creepy. Ich will auch so einen Aufzug. Nice. Na gut. Dann sind wir jetzt wieder oben. So, da sind wir wieder unter freiem Himmel. Da steht dieses creepy Ding.
Und wir hätten die Sunbeam nicht retten können, das wissen wir jetzt. Wir sind infiziert, das haben wir schon mal selbst rausgefunden. Wir haben uns ja schon mal selber gescannt und rausgefunden, dass wir infiziert sind. Und solange wir infiziert sind, können wir wohl dieses Gerät nicht deaktivieren. Voll lecker. Nehmen wir noch ein paar mehr von. Kommt, glaube ich, unendlich viel raus. Schöne Insel. Gibt zu essen, gibt zu trinken und es gibt Alien-Strukturen. Was will man mehr? Okidoki. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ich werde noch mal ein bisschen die Insel untersuchen. Vielleicht finde ich in den Höhlen irgendwas Interessantes. Schade, dass wir die Sunbeam nicht retten konnten. Die klang ja eigentlich ganz nett. Tja, mit denen war es das jetzt. Und da kam noch nicht mal wirklich irgendwas Brauchbares vom Himmel. Die hat es komplett pulverisiert. Naja, was will man machen? Wir konnten sie auch nicht warnen, wie es aussieht. Also ich denke, wir hätten nichts machen können. Das läuft wohl einfach so ab, wie es abläuft. Auf jeden Fall wissen wir jetzt deutlich mehr. Also die Aliens waren hier schon auf dem Planeten und die haben das Ganze hier gesichert, um diese Seuche nicht ausbrechen zu lassen. Und die muss wohl doch irgendwie ziemlich gefährlich sein, diese Seuche. Ansonsten hätten die Aliens hier nicht so einen Aufwand betrieben, um die Insel zu sichern und hier möglicherweise sogar das gesamte Planetensystem sprengen wollen, nur um sich vor dieser Seuche zu schützen. Das ist natürlich schon eine Ansage, ne? Okidoki. Ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Super schön ist es hier. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Und nächste Episode geht die Suche nach den neuen Alien-Strukturen weiter. Bis dann, macht's gut. Tschüss.